Hallo zusammen, hier ist wieder Mama Hase für euch. Heute möchte ich mit euch gemeinsam die einfache Beanie ohne Bündchen nähen. Der Vorteil dieser einfachen Beanie ist, dass wir nur eine Lage Jerseystoff benötigen und dass wir anstatt eines Bündchen einen Saum nähen. Jetzt zeige ich euch, was wir alles dafür benötigen, welche Stoffe und welche Materialien. Erstes benötigen wir ein Schnittmuster. Das Schnittmuster entspricht jetzt meiner Kopfgröße. Ich habe dieses Schnittmuster aus einem speziellen Buch heraus. Dieses Buch könnt ihr aus meiner Infobox entnehmen. Ihr könnt natürlich aber auch einfach online nach einem Freebook schauen. Entsprechend dieses Schnittmusters habe ich meinen Stoff im Bruch bereits zugeschnitten. Ich habe mich für einen Jersey-Stoff entschieden. Er ist im Retro-Design gemustert. In diesem gleichen Design habe ich bereits ein Stirnband genäht. Das Video findet ihr auch auf meinem Kanal. Der Stoff ist im Bruch entsprechend zugeschnitten worden. Wir benötigen außerdem noch Stecknadeln oder auch Stoffklammern. Des Weiteren benötigen wir eine Fadenschere, eine Stoffschere. Ich persönlich verwende lieber eine Zackenschere zum Zurückschneiden der Nahtzugaben. Denn dann fransen die Ränder nicht zu sehr aus. Für den Saum benötigen wir entweder ein Maßband oder ein sogenanntes Saummaß. Für den Saum verwende ich persönlich sehr gerne die Zwillingsnadel. Daher benötige ich auch noch eine zweite Garnspule für den zweiten Garnrollenstift. Natürlich benötigen wir auch noch die Nähmaschine. Aktuell ist jetzt bei mir eine Jersey-Nadel eingelegt. Der Oberfaden und der Unterfaden, die sind beide bereits eingespannt. Als erstes habe ich mir jetzt den Stoff zurechtgelegt. Und ich verwende jetzt zum Feststecken die Stecknadeln. Ihr könnt natürlich auch sehr gern die Stoffklammern verwenden. Nun legen wir den Stoff rechts aufeinander. Wir müssen das Ganze so zurechtlegen, dass es auch wieder im Stoffbruch da liegt. Und so können wir es dann auch feststecken. Mit dem Feststecken beginne ich an der langen Seite der Mütze. Dabei bitte darauf achten, dass der Stoff wieder Kante auf Kante liegt und dann könnt ihr es feststecken. Die erste Nadel ist gesetzt. Jetzt mache ich das die ganze Reihe entlang. Ich bin jetzt am oberen Zipfel angekommen. Jetzt muss ich darauf achten, dass die Ecke, die hier oben ist, direkt auf der anderen Ecke liegt. Und dann kann ich das auch wieder feststecken. Nun gehen wir auf die zweite Seite. Da ist ja der Zipfel etwas kürzer, da ja an dieser Seite der Stoffbruch ist. An dieser Stelle stecken wir also nur den oberen Zipfel fest. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt einmal diese Seite festgesteckt. Und natürlich einmal die andere Seite festgesteckt.
hier aber nur den oberen Teil wegen dem Stoffbruch. Wir schnappen uns nun die Nähmaschine zum ersten Mal. An meiner Nähmaschine habe ich den Zickzackstich ausgewählt. Ihr solltet auf jeden Fall einen elastischen Stich verwenden. Die genauen Einstellungen eures Stiches solltet ihr vorher an einem Probestück eures Stoffes ausprobieren und dann dementsprechend die Länge und die Weite einstellen. Meine Nähmaschine steht nun bereit. Ich werde jetzt als erstes die lange Seite von der Mütze zusammennähen. Ich fange hier oben an dem Zipfel an zu nähen. Das Ganze nähe ich also dann von hier oben einmal durchweg bis ganz nach unten. Das Ganze also jetzt einmal unter die Nähmaschine legen. Bitte vergesst wie immer nicht das Verriegeln am Anfang und am Ende. Wie ihr sehen könnt, ist jetzt die lange Seite zusammengenäht. Jetzt gehe ich auf die andere Seite, also das kurze Stück. Darauf achten, dass ihr von hier oben anfangt zu nähen, dann schön entlang und dann das Ganze, damit die Mütze schön fällt, später in den Stoffbruch hinein vernähen. Auch hier wieder nicht das Verriegeln am Anfang und am Ende vergessen. Wir schnappen uns jetzt die Fadenschere und schneiden als erstes erstmal die überschüssigen Fäden zurück. Währenddessen könnt ihr die Nähmaschine kurz beiseite stellen. Die Stecknadeln könnt ihr natürlich auch jetzt entfernen. Stellt sie nicht zu weit weg, denn ihr benötigt sie gleich noch einmal. Wir benötigen nun die Zackenschere. Damit schneiden wir nun die überschüssigen Nahtzugaben zurück. Bitte darauf achten, nicht in die eigentlichen Nähte hineinzuschneiden. Die Nahtzugaben sind jetzt zurückgeschnitten. Ich verwende deswegen die Zackenschere, da ich ja keine Overlockmaschine besitze. Und zum Versäubern hilft mir die Zackenschere, da die Ränder nicht zu sehr ausfransen. Wir haben ja jetzt hier die äußeren Kanten zusammengenäht. Diese lange Naht hier wird an meinem Hinterkopf sein und die Seite wird sozusagen die vordere Mitte an meinem Kopf bilden, vorne auf meiner Stirn. Wir wollen jetzt die mittleren Nähte schließen, die hier entlang gehen. Wir schnappen uns also jetzt die Mitte hier. Das sind ja jetzt die beiden Zipfel und ich gehe jetzt hier in die Mitte hinein. Dann schnappe ich mir das und ziehe es so auseinander. Danach lege ich die zwei zusammengenähten Seiten aufeinander.
Durch diese Falttechnik entwickeln sich also zwei neue Zipfel. Die müssen wir nun feststecken. Dafür nehme ich mir wieder die Stecknadeln zur Hilfe. Diese Kanten haben wir also jetzt festgesteckt, sodass wir jetzt uns die Nähmaschine wieder schnappen können, damit wir hier einmal entlang nähen können. Bitte darauf achten, ihr fangt hier oben in der Mitte an und näht dann bis zum Stoffbruch und wieder in den Stoffbruch hinein auslaufend. Die Nähmaschine steht also jetzt wieder bereit. Den Stich solltet ihr beibehalten. In meinem Fall ist das ja der Zickzackstich. Wir haben hier also noch die zwei kurzen Seiten, die wir noch zusammennähen müssen. Auch hier wieder das Ganze unter die Nähmaschine legen. Bitte vergesst wieder nicht das Verriegeln am Anfang und am Ende. Und ihr solltet nicht vergessen, in den Bruch hinein auslaufend das Ganze zu vernähen. Ich habe also jetzt auch die Mittelnähte verschlossen. Die Nähmaschine könnt ihr jetzt wieder ganz kurz beiseite stellen. Die überschüssigen Fäden solltet ihr wieder zurückschneiden. Ich verwende dafür wieder die Fadenschere. Auch die Stecknadeln könnt ihr jetzt wieder entfernen. Jetzt solltet ihr die Nahtzugaben zurückschneiden. Ich verwende dafür wieder die Zackenschere. Die Nahtzugaben habe ich also jetzt entfernt. An dieser Stelle solltet ihr jetzt die Mütze einmal zur Probe aufsetzen, um zu kontrollieren, ob sie richtig sitzt. Falls sie noch etwas zu groß ist, könnt ihr sie jetzt an dieser Stelle noch etwas enger machen. Am oberen Teil der Mütze ist also jetzt alles ordnungsgemäß vernäht. Nun kümmern wir uns um den Saum. Wir möchten kein Bündchen annähen, sondern wir möchten ja einmal das Ganze umschlagen und so den Saum vernähen. Als erstes solltet ihr jetzt die Beanie einmal wenden. Für die richtige Breite des Saumes verwende ich ein Saummaß. Ihr könnt natürlich auch sehr gern einfach ein Maßband verwenden. Ich verwende als Maß 2 cm. An dieser Stelle dürft ihr entscheiden, ob ihr den Saum nur einfach umschlagt oder zweimal umschlagt. Ich persönlich mache es zweimal, da ich damit dann auch nicht das Risiko eingehe, dass mir die Stoffkante aufreißt. Ich persönlich gehe jetzt wie folgt vor. Ich klappe das Ganze jetzt einmal um, und zwar in meinem Fall 2 cm. Stecke das Ganze fest, dann schnappe ich mir das Bügeleisen und werde die Kante einmal schön bügeln und dann werde ich sozusagen das zweite Mal den Saum umklappen und erneut feststecken und auch dann wieder bügeln. Nochmal zur Erinnerung, ihr braucht nicht unbedingt ein Saummaß. Ihr könnt natürlich auch einfach das Maßband verwenden.
Ich stelle jetzt also 2 cm ein. Stecke das Ganze fest mit Stecknadeln. Und das mache ich natürlich einmal komplett die Reihe rum. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt einmal den Saum umgeklappt, mit Stecknadeln fixiert. Und danach habe ich die Saumkante mit dem Bügeleisen gebügelt. Ich werde jetzt den Saum ein zweites Mal nach innen klappen, auch wieder 2 cm. Wenn ich einmal drumherum das Ganze umgeklappt und festgesteckt habe, dann kann ich es auch wieder bügeln, damit eine schöne Saumkante entsteht und danach können wir das Ganze vernähen. Beim Umklappen darauf achten, dass der Saum, der nach innen geklappt wird, schön Kante auf Kante liegt. Ich habe also jetzt das Ganze ein zweites Mal nach innen geklappt, mit Stecknadeln fixiert und einmal drüber gebügelt, damit eine schöne glatte Saumkante entsteht. Nun benötigen wir wieder die Nähmaschine. An meiner Nähmaschine habe ich nun eine Zwillingsnadel eingesetzt. Gleichzeitig habe ich jetzt auch noch den Stich verändert. Ich verwende nun einen Geradstich. Natürlich könnt ihr auch den Saum mit einer einfachen Jersey-Nadel feststeppen. Dann könnt ihr natürlich auch einen ganz beliebigen Stich auswählen. Wir werden also jetzt den Saum hier unten absteppen. Dafür solltet ihr an der Nähmaschine den Anschiebetisch entfernen. Ich empfehle euch, an dieser Stelle anzufangen zu nähen, denn das ist ja am Hinterkopf die längste Naht, die nach hinten zeigt. Und ihr wisst dann, an dieser Stelle müsst ihr am Anfang und am Ende verriegeln. Wir legen uns also jetzt die Mütze wieder unter die Nähmaschine. Ich fange also jetzt an dieser Stelle an zu nähen. Ich achte darauf, dass die Kante schön am Nähfuß anliegt. Versucht an dieser Stelle sehr langsam und ruhig zu nähen, denn das ist jetzt eine Stelle, wo man die Naht immer sehen wird. Mithilfe der Fadenschere schneiden wir jetzt als erstes die Fäden zurück. Die Nähmaschine könnt ihr jetzt beiseite stellen. Die Fäden habe ich jetzt zurückgeschnitten. An dieser Stelle könnt ihr jetzt auch die Stecknadeln entfernen. Mit der Zwillingsnadel habe ich jetzt also hier einmal drumherum genäht. Die einfache Beanie ist nun fertig. Wie ihr sehen könnt, sind hier oben die kurzen Nähte. Hier ist der Saum abgesteppt. Nach hinten zeigt die lange Naht, die dann am Hinterkopf sitzt. Diese Mütze ist jetzt perfekt für die Übergangsjahreszeit geeignet. Also besonders für den Frühling und für den Herbst, wo die Tage früh und abends doch noch recht kühl am Kopf sind. An dieser Stelle wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachnähen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr auf den Daumen hoch klickt oder auch einen netten Kommentar hinterlasst. Falls ihr zukünftig keine Videos mehr von mir verpassen wollt, dann drückt doch direkt auf Abonnieren. Vergesst dabei nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr zukünftig benachrichtigt werdet, wenn das nächste Video wieder online geht. Ansonsten sage ich jetzt Tschüss und Mama Hase geht zurück zu ihren zwei Häschen.